Sportclub 25-13, Spielzeit 20 Minuten, Satz Nummer 2, 22-25. Für unsere Gäste zum Ausgleich Spielzeit 27 Minuten. Dann dritter Satz 25-8, Stettiner Sportclub, Spielzeit 19 Minuten, Satzstand beim 2-1. Und dann Entscheidung im vierten Satz 25-15, Spielzeit 21 Minuten. Meine Redaktion muss jetzt ein paar Trainer natürlich jetzt haben. Also ich war auf jeden Fall auf Stefan Falter, Trainer bei Alemannia Aachen und natürlich auf unseren Trainer Edwin Benne. Und wenn Sie dann gleich da sind, bin ich nicht in der Lage, hier noch mehr zu sehen. So, Edwin Benne, schon mal da, uns mal Applaus. Und Stefan kommt hier zu mir auf meiner Seite, Stefan Falter. Schön, dass du da warst und bist und dein Team. Und bei uns ist ja so, wir haben hier schon mal Getränke hingestellt, wenn wir fertig sind, sagen wir noch Prost. Ganz kurz jetzt hier zum Spiel bei Stettiner SC, 3-1 verloren. Insgesamt ein sehr, ich will mal sagen, nicht rumpeliger Start, aber der Stettiner SC hat sein Heimspiel gewonnen und die Alemannia hat es auch hier, denke ich mal, teuer verkauft. Du hast das Wort, Stefan. Also das war schon Glückwunsch für den Sieg, eine Mannschaft, erstes Spiel in der Saison. Sicherlich etwas schwieriger. Wir haben aber das, was uns auszeichnet, haben wir präsentieren können. Wir haben uns sehr gewehrt und diese Versuche hat sich gelohnt mit einem Satz. Ja, kurz mal eine Frage. Der Stettiner Sportclub gewinnt 25-13, Satz Nummer 1. Und dann schlägt die Alemannia gleich zurück mit 25-22. Da steht es nach Sätzen 1-1. Und dann der, sag mal, Einbruch 25-8, oder wie, kannst du dir das erklären, Stefan? Das war eine kleine Niederlage im Satz 3 und dann vielleicht auch der Gewinnbruch. Der Gewinnbruch ist definitiv nicht, aber was halt auf der anderen Seite steht, man wird beobachtet und wir haben schon in unserer Hand, man muss ja auch ganz, So, danke schön erstmal an Stefan Falter, Trainer hier bei Alemannia. Ich gebe das Mikrofon dann mal gleich weiter an Edwin Belle, unser Trainer hier beim Stettiner Sportclub. Kann ja nicht ganz einfach vorbei. Ihr habt euch in vielen Spielen hier bewiesen bei Turnieren. Ihr seid froh, dass es jetzt losgegangen ist. Jetzt habt ihr gewonnen 3-1. Aber Edwin, alles hat dir sicherlich auch nicht gefallen. Zweite, dritte Spiel, das war ich natürlich eben schwierig. Haben wir jetzt auch bestimmte Schwierigkeiten. Es ist so, in Spanien kann man auch nicht sagen, dass es noch nicht so ist mit der Kampfkommission, auch mit drei neuen Spielerinnen und Spielern. Das ist auch für die in Spanien, obwohl sie schon erfahren sind. Das erst mal ist vorweg. Ja, zweites, das kann ich da nicht zufrieden sein. Das sind wir, das ist keine von uns. Zuschauer nicht, Spielerinnen nicht, ich auch nicht. Aber wenn man mit Ausschlag kein Tor erzeugt, wenn man keinen Bock macht und dann noch in der Abnahme ein bisschen Bock hat, dann geht auch nicht mehr. An der Seite ein Team, das frei aufgespielt hat, auch nach der ersten Satz, ganz toll gemacht. Ja, da kann man nur sagen, okay, Respekt, dann haben die es auch verdient gewonnen mit dem zweiten Satz. Aber zum Glück haben wir uns wieder gefunden und sind dann die zwei Sätze danach so auch, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir merken einfach, dass es noch ein bisschen Zeit braucht. Unsere Annahmeregel, die Abstimmungen, das sind nicht keine Automatismen da. Auch im Angriff finde ich besser. Also wir arbeiten noch dran, wir brauchen noch Zeit. Und wir brauchen so viel Zeit, also wir werden so weit arbeiten, bis alles perfekt ist. Und dass kein Baum gefällt, Hauptfrau, das ist ja ganz normal, dass es in der Anfangsphase so läuft. Also, wie gesagt, wir haben vier neue Spielerinnen, die wir einbauen. Und die zwei, die bei der EF3 waren, die sind jetzt zweimal morgen hier und zweimal morgen. Also die haben schon mal okay Leistung gebracht und das kann nur noch besser werden. Also Dankeschön an Edwin Benne. Einige sagen, diese Zeit ist doch jungfräulich, noch lang. Also kann noch viel passieren. Ganz kurz, du hast es ja schon gesagt, ein paar neue Spielerinnen auch beim Stettiner SC. Ihr habt eine Vorbereitungsturnier gehabt, aber ein Punktspiel, ein Bundesligaspiel, ist doch was anderes. Ja, das ist natürlich klar. Wir haben auch ganz viele verschiedene Aufstellungen gespielt. Heute gerade sind wir auch nicht so erfahren.
Aber das ist auch für die Zukunft, haben wir sicher noch verschiedene Varianten auf Lager, wo wir noch schneller spielen werden oder auch andere Spiele bauen. Ich gebe auch zu, dass es auch meine Karriere, ich habe lange experimentiert mit der Mannschaft und das hat uns vielleicht auch nicht so ganz vorgetan. Also alle Varianten, die es gibt, die wollen wir durchtesten und das braucht man einfach auch auf Zeit. Wenn man sich festlegt auf eine Variante, auf eine Aufstellung und das Woche an Woche spielt, dann ist es auch einfacher, dann kann man sich auch besser finden. Aber ich habe ja bekanntlich 14 Spieler in der Karte und die muss ich irgendwie alle einbauen und das Prozess läuft wunderbar, aber man sieht, Fehler passieren dann auch. So, gut, wir haben viele Sätze gespielt, jetzt kommen wir noch zu einer erfreulichen Sache. Stefan, du darfst die beste Spielerin beim Schweriner SC wählen. Deine Meinung, du darfst dann auch die Flasche überreichen, eine Flasche hier von unserem feinsten Schweriner Burggarten. Und natürlich auf der anderen Seite, Edwin, wenn Stefan fertig ist, auch die beste Spielerin bei der Alemannia Aachen. Habt ihr auch eine gute Fußballmannschaft, wa? So, jetzt machen wir es los. Stefan, hat das an. Ich glaube, das geht eben. Dann würde ich dann die Nummer 8 vorstellen. Ich sage es nochmal, die Spielerin Nummer 8 beim Schweriner Sportclub, Berit Kaufeld, wird durch Stefan Freiherr, Trainer bei der Alemannia Aachen geführt. So, die Berit Kaufeld ist hoffentlich gleich da. Achso, Edwin. Beste Spielerin bei der Alemannia. So, natürlich, ich bin im Kaufeld im letzten Satz hier, richtig genau. Im dritten Satz bin ich die Ausschlagsfälle. Im dritten, Entschuldigung. Und haben uns natürlich hier beim 25:8 richtig nach vorne gepeitscht. Für den Bild Kaufeld. So, spielen wir jetzt. Danke, also, der Alemannia war es, ist es uns auch nochmal. Ja, cool. So, ich muss es hier auch mal sagen, auch die Nummer 8. Jana Franziska Paul, beste Spielerin. Die, also, was hat die ja? Bestimmt, hier, du musst natürlich auf meine Seite kommen. So, dann stellt euch hier nochmal mit her, wir haben für euch noch ein Saft, ihr könnt euch hier was aussuchen. Oder, Edwin, wenn Sie natürlich jetzt ein Bier trinken, trinken wir den Saft. Und ganz kurz noch, wir bedanken uns, dass ihr hier waren. Auch die Alemannia kommt wieder gesund nach Hause. Und ein schönes Wochenende. Nächste Heimspiel hier gegen USC Münster am 7. November. Laden wir Sie natürlich sehr herzlich ein. Und dann geht es, ich glaube, das sogar im Fernsehen spielen. Dann wird es wieder richtig hier rappelig voll. Und ansonsten sagen wir Prost hier bei Münster Pilz. Und denn ihr nehmt die Getränke nach eurer Wahl übrig. So, schön, dass ihr da wart. Einen schönen Sonntag. Es ist so gewonnen worden. Und ich denke mal, so kann es weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ein schönes Wochenende.